Hallo, schön Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Langgespielt. League of Angels Fire Riders wurde mir mal vorgeschlagen und werde ich jetzt auch testen. Wir spielen als Gast. Und dann schauen wir mal, was uns hier so schönes erwartet im WaterGT-Server, die wir auswählen können. Ich lasse aber mal einfach den voreingestellten Server, Server 32, Poly... Was? Polyhiminia. Okay. Spielen wir einfach mal. Ist jetzt doch völlig egal. Wahrscheinlich die älteren Server sind halt bessere Spieler drauf und so weiter. Was ist hier los? Was? Das habe ich ja gar nicht gesehen. Haha, okay, ich lasse das jetzt mal. Ihr könnt das lesen. Das ist unglaublich schnell. Helden! Stirb, du Scheusal! Ihr schwachen Würmer, meint ihr wirklich, das ist genug? Der Dämonenkönig, okay. Ah ja, das erinnert mich an etliche andere Spiele, die ich schon angespielt hatte. Okay, wir haben wieder eine Spezialfähigkeit, die wir einsetzen können, weil unten diese orangene Leiste aufgefüllt ist. Kaboom! Spüre den Zorn des Frostes! Du wirst für deine Verbrechen bezahlen! Die ultimative Fähigkeit... Die ultimative Fähigkeit von Vienna kann alle Gegner angreifen. 70.000 Schaden, nur ist er wenig. Ja, den kennen sie natürlich nicht da und er ist ein bisschen zu stark anscheinend. Du wirst die alle bestimmt jetzt mit einem Hit gleich killen. Deine Zeit ist abgelaufen. Spüre meine wahre Macht. Kabam. Alle tot. So stark. Woher kommt all diese Macht? Oh, meine Kleine, das war es jetzt. Das war es jetzt für deine Allianz und dich. Jetzt bist du an der Reihe, kleine Prinzessin. Ich werde mir Zeit lassen. Hör auf, du Unhold. Oh nein, ich kann mich nicht bewegen. Lass sie in Ruhe. Okay, ich lese jetzt nicht mehr vor. Lest ihr euch das durch. Ja, wieder gut gegen böse der Kampf. Geht natürlich wieder schlecht für uns aus. Aber wir können eigentlich die Dinger theoretisch überskippen, weil das ist einfach nur dummes Rumgelaber. Okay, wir sollen jetzt erstmal ein paar Karten für unser Team ziehen. Genau, ziehe 10, sehr schnell garantiert. Einfach mal ziehen. Und was kriegen wir Schönes? Pirona, ein Feuermagier anscheinend. Die entzückende Pirona wird dich begleiten. Und jetzt ziehen wir eine super Tarotkarte. Rang 2 hält garantiert. So, erstes 10 mal 10, Rang 3 hält garantiert. Ziehe 10 mal 10 Stärke. Okay. Folge mit den Anweisungen. Lass mich in Ruhe. So, was tun wir hier? Waldläuferin. Geil. Und trotzdem nur ein Stern. Wo ist der zweite Stern? Das ist aber nicht garantiert, ne? Und so. Mega Abzocke. Na gut. Ja. Wir müssen uns wieder unser Team zusammenstellen, das war klar gewesen. Wachturm. Der nächste Schritt führt uns zur Festung Kampfaxt, um die Gefangenen zu befreien. Preis 6 Brote ist anscheinend unsere Ausdauer und eine Beute und so ein Turban. Hier klingen, um alle Helden automatisch aufzustellen. Zack, auf geht's. KS ist Kampfstärke, also 180 Kampfstärke, gehe ich mal stark von aus. Und auf geht's. Helden, bitte helft mir, den großen Dämonenkönig zu jagen, um meine Eltern zu fragen. Oh, wie süß Hündchen. Ja. Fragen die rum. Die greifen, denke ich mal, automatisch alle wieder an. Und höchstens, wenn nur Spezialfähigkeiten aufgeladen sind, dann müssen wir die einfach benutzen. Aber so an sich, wenn die Kämpfe wieder automatisch ablaufen. So, nächste Stage. Da ist der große Dämonenkönig schon wieder. Ja, wir werden ihm wieder folgen. So, Fähigkeit. Badam. Also die, okay, verstehe. Hier wird nur die erste Reihe angegriffen. Bei dem mittleren wurde einfach nur eine Reihe komplett angegriffen. Und hier wurde nur ein einzelner angegriffen. Verstehe. Tötet ihn. Dankeschön. Da ist übrigens unser Turban, den wir bekommen haben. Oder Bandana oder wie wir so nennen wollen. Der Kopfschmuck halt.
Sieg, alle drei Sternchen, sechs Erfahrungen bekommen. Jawohl, wir haben Ausrüstung erhalten. Probier sie an deinen Helden aus. Hier klicken, um das Heldenmenü zu öffnen. Okay, unser Krieger kriegt unsere... Ja, raus. Okay, ein Stirnband halt. Ist ja auch egal, wie gesagt, Kopfbedeckung. Weiter geht es mit der Reise. Beute ein Schwert. Ach, kommt, Alter, wirklich ohne Scheiß. Dann klicke ich halt nur stumpf drauf. Dann ist das halt so. Ja. Eine mächtige Magierin, die entführt wurde. Frisches Fleisch. Na gut, dann wird erstmal die erste Reihe zerstört, hoffentlich. Batsch, batsch und batsch. Nehmen wir mal hier die mit. Die wird nämlich, genau, die erste Reihe, wo der, oder der, die in der ersten Reihe, die da auf sie treffen, kaputt machen. Da haben wir übrigens ein größeres Skelett. Skelett-Hauptmann. Ein Elite-Monster. Was wahrscheinlich wesentlich stärker ist. Bam, 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 bam. Ja, eigentlich relativ einfach. Die ganzen Fähigkeiten, die das mal benutzen, ist schon tot. Oh, was haben wir da bekommen? Und welche Edelsteinchen? Ach, cool. Vienna haben wir gerettet. Cool. Wir haben Seelenstein erhalten und müssen sie jetzt damit retten. Schauen wir mal. Muss ja irgendwo stehen. 10 Seelensteine. Juhu, wir haben einen Engel gerettet. Na gut. Liga-Upgrade von 1 auf 2, die Ausdauer von 49 auf 69 und die maximale Ausdauer von 60 auf 62. Rufen wir nun einen Engel herbei. Hier klicken wir, um einen Engel herbeizurufen. Vienna, unbeschworen, höchstes Level 40 auf Stufe 1. Also auf 1 Stern. Ja. Da ist ein Engel. Sehen wir sie uns genauer an. Liebe Prinzessin und Helden, vielen Dank für die Rettung aus diesem Monsterloch. Nicht zu danke, Engel. Du, okay. Aha. Das ist aber, glaube ich, kein fester Bestandteil unseres Teams, glaube ich, oder? Nee. Das ist nur so ein, ich glaube, so eine einmalige Fähigkeit, die man mal benutzen kann. Ja, die seht ihr unten links. Die füllt sich wahrscheinlich wesentlich langsam auf die Liste. Gehe ich mal stark von aus. Oder wir haben halt solche Fähigkeiten, ne? Bam, 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 bam. So ein AOE-Effekt. Cool. Elite-Skelett sind sehr gut darin, sich zu verteidigen. Verflucht, meine Pfeile können nicht mal ihre Haut durchdringen. Moment mal. Ja, wir haben noch aber gerade... Wahrscheinlich muss ich jetzt die Engelfähigkeit benutzen. Schon 3 Elite-Skelette, was ist denn nun los? Keine Sorge, Helden. Skelette sind nichts im Vergleich zu den Kräften eines Engels. Stimmt, warum habe ich nicht daran gedacht? Ja, natürlich müssen wir erstmal jetzt die Engelfähigkeit wieder, ne, bekommen. Wahrscheinlich mal Monster besiegen. Okay, wir verlieren auch nur einen Schaden. Wir kassieren auch nur sehr wenig Schaden. So, da haben wir den Sternenregen. Und jedes Mal, wenn wir Gegner killen, kriegen wir Terminator die Wut mal plus 300. Das heißt, jeder, je nachdem, wer wen killt, der kriegt er die Leiste voll. So, wir stimmen wieder Level up. Sehr schön. Bei mir hängt das auch da oben. Okay. Mach ich das mal um? Okay, ich kann nicht weiterklicken, weil, ne, das hängt da oben. Ich kann hinklicken, wo ich mag, aber geht nicht weiter. Das ist ja beschissen, was ist da denn los, ey? What the fuck? Okay, das Ding kommt nicht ganz runter. Ich weiß nicht, vorher habe ich das Gefühl, es ist sowieso abgeschnitten, aber nein, es ist wirklich so. Also, keine Ahnung. Wir starten es einfach nochmal. In der Hoffnung, unser Save wurde gespeichert, weil wir aber als Gast gespielt haben, bin ich mir gar nicht so sicher. Ja, Sprache kann man natürlich auch auswählen, ist ja logisch. Okay, wunderbar. Unser Gast wurde angemeldet. Unser Gast-Account auf diesem Gerät wird also gespeichert. Und da machen wir einfach mal weiter mit dem Abenteuer. Und gehen zum nächsten. Diese Soldaten sind unwürdig. Besiege sie, bevor ihnen weitere Aktionen zugesprochen werden. Einen Helm kriegen wir, einen Eisenhelm, einen Heilanhänger LP plus 100 und ein raues Stürmer. Das können wir theoretisch dann nochmal anlegen nach diesem Kampf. Ein paar Items unseren Helden, weil wir haben ja einiges gefunden gehabt. Aber erstmal lassen wir die kämpfen. Wir können auf Tiere heilen, denke ich mal. Das ist eine Heilungsfähigkeit, aber die werden wir jetzt nicht benutzen. Haben wir schon wieder einen Helm bekommen. So, zack. Erste Linie kaputt machen. Oder zumindest versuchen.
Ah, Terror Chat hätte ich auf den Rage benutzen können. Na egal, wir können auch mal heilen. Tschu, 41 heilt überall. Oh, da ist der Heilanhänger. Naja, so. Da ist schon wieder ein riesiges Skelett. Kabam! So, komm, Sternregen. Zack! Ach Mensch, zwei Heilanhänger habe ich bekommen. Cool. Cool, cool. LP plus 100 bei jedem, der diesen trägt. So, zwei Stück, da muss man hier bekommen. Ein Krönchen benötigt das Level 2, aber ordentlich. Also physische Abwehr, magische Angriff, magische Abwehr und LP plus 30. Etwas Gutes wird gleich geschehen. Bitte folgt mir. Der Rose ist noch bereit, Ausrüstung zu tragen. Ach, sag bloß. Autoladen, okay. Da erstellen sie zwei Talismane, die anscheinend 1600 kosten. Helden können jetzt weiterentwickelt werden. Jetzt können jetzt erweitert werden. Jedes, also wenn man für jeden Slot ein Dings drin hat, kann man die weiterentwickeln. Und der Rosenritter ist etwas aufgestiegen, eine Kampfstärke von 34 dazu bekommen. Der Rosenritter beschwört ein Lichtschwert, das zufällig Gegner angreift. Rosemarie, neuer Skill. Ich habe eine weitere neue Fertigkeit. Willst du sie ansehen? Hm, sobald ich richtig ausgehe. Okay. Ja. Sehr schön, also könnt ihr hier, seht ihr, aber ist trotzdem noch. Er hat trotzdem nur einen Stern. Level 3. Rosenritter, Waldläuferin. Also wirklich sehen tut man hier nicht, dass man. Jetzt kommen wir übrigens mal Autoladen hier, wenn wir mal Bock haben. Hier so ein bisschen Stats dazu, bisschen Stärke dazu. Okay, dann geht's in die Todeshöhle, der Bossgegner. Das erste Hindernis für die Allianz-Streitmacht ist die seelenverdorbene Blauhexe. Was kriegen wir als Belohnung? Ein Eisenschwert und ein Kettenhemd. Hm, schön. Kampf. Kämpfen wir also gegen den Boss. Oh ja, der kann uns die zweite Line angreifen. Aber das ist erstmal unwichtig. Wir machen die trotzdem fertig. Wie viele Stages haben wir hier? Oh. Kabam. Mein Magier hat leider keine Fähigkeit. Schade. Atalanta. Ist jemand hier? Bitte helft mir. Ich bin schwer verletzt. Ja. Okay, sie ist im tiefsten Teil, aber dennoch können wir sie hören. Wir können sie dennoch hören. Ist schon wieder der große Dämon. Nein, ist jemand anders. Das ist ein Rechtschreibfehler gewesen. Da stand gerade Schlag statt Schlaf. Na dann, zeig dich, du kleine Mistratte. Oh, wie süß. Oh, sieht der geil aus. Holy shit. Auf geht's, kämpfen wir mal, würde ich sagen, ne? Töten wir es. Kabam, 104. Können wir die töten? Ich weiß es gar nicht, ups. Ich denke schon, dass wir das hinkriegen. Wollen wir uns heilen? Oh, vielleicht sollen wir ihn noch gar nicht besiegen. Oder doch sollen wir. So, Heilung. Oh, der macht aber gut Schaden. Der macht wirklich sehr guten Schaden. Aber wir besiegen ihn locker. Easy. Na, böser du. Und das haben wir noch schönes bekommen. Auf jeden Fall haben wir ein riesiges Bossmonster gekillt. Oh, ihre Seele wurde gestohlen. Ach so, schon wieder ein weiterer Engel. Schön. Ja, wir können ganz viele Engel auf jeden Fall beschwören. Es gibt unterschiedlichste Arten von diesen Engeln. Können wir uns ja nochmal angucken, wenn wir die Möglichkeit haben. Ah, wunderbar. So, Augenschein abgeschlossen. Okay, jetzt können wir uns Belohnung holen. Absolviere von Todeshöhlen. Belohnung 30 von den Dingern und 100.000. Okay. Ein Held zu grün befördern. Achso, das sind unterschiedliche Farben, verstehe. Wow. Beschwören kostet 100.000 Gold, trotzdem fortfahren. Ja, jetzt haben wir Atalanta beschwört. Ein Krieger. Sehr schön, dieses zwei Sternchen. Bisschen so hat die auch. Kommt, Leute, ernsthaft, das ist so lächerlich, dass man jedes Mal diese dumm.
Zwar zwei Engel dabei. Dieses dumme Schritt für Schritt, Alter, wirklich, die Menschheit verblödet ohne Ende. Genau wegen solchen Tutorials. Jetzt haben wir diesen Engel, der halt unglaublich OP ist, dabei. Die müssen mir wirklich exakt sagen, was ich zu tun habe, ja. Oh Mann. So, was haben wir hier noch? Kabam. Da liegen noch Items, da lagen noch Items. Oh, ein Magier. Kabam. Gut. OP-Engel dabei. Mit dem können wir gar nicht verlieren. Aber hey. Dankeschön. So, was haben wir unten links? Wir haben ja Kapitel 1 Elfendorf. Wir haben 9 Sternchen erhalten. Das heißt, also, ihr seht da 3 Wachturmfestungen, 3 Todeshütte, 3 bekommen wir also diese Kiste. Und da sind drin 150 Diamanten, 6 Seelensteine für Pyrona, 30.000 Gold und 6 kleine EP-Tränke. Nehmen wir uns mal mit, würde ich sagen. Badadadadam. Alles her damit. Kapitel 2 gibt es halt nochmal 6 für Pyrona. Da müssen wir ja, glaube ich, schon vollständig haben. Ne? Und das nächste Kapitel ist schon gesperrt. Oder immer noch gesperrt. Das wäre dann hinter dem Nebel. Und wenn wir uns mal die Engel angucken, gibt es hier ein unglaubliches Arsenal an Engeln. Flora haben wir hier. Noctona. Oh, sieht die geil aus. Also, das Blaue, ne, und so. Nicht genug Gegenstände. Und hier haben wir anscheinend noch überall keine freigeschaltet, weil überall steht ja noch 0 von 10. Aber ihr seht, es gibt unglaublich viele Engel, die hat wirklich jede andere Fähigkeiten hat. Athena verbessert Angriff, heilt, bla bla bla. Delphi überrunden ein paar Segen. Amora. Das ist krass. Da gibt es wirklich so viele Engel, die man hier benutzen kann. Verletzt ein Ziel. Gut, wir haben also oben rechts seht ihr, 16 Engel gibt es insgesamt. Einen haben wir bisher, höchstes Level 40. Und die hat nur 3 Sterne, der Rest ist halt wesentlich stärker. 5, 6 Sterne teilweise. Wahrscheinlich irgendwo, ne, okay, 6 Sterne ist Maximum bei Level 85. Der da. Ich hätte mal gerade irgendwo hier. Das Radschicksal scheint dem Gegner mit dem geringsten LP 2 bis 4 Mal am Blitz auf Gegner zufällig fehlen. Das ist cool, also sehr, boah, sieht ja auch krass aus. Also hier gibt es wirklich krasse Engel. Proben, Arena, Gilde, Inventar, ich glaube, das ist alles relativ selbsterklärend. Heldenengel, Quest, Training. Training möglich Level 8, okay, verbessern kann man hier noch was. Wappen, Level 50, Level 35, auch komplett mich, ich kann hier gar nichts machen. Wir können noch Karten ziehen. Gratis ziehen ab, was, ab 5? Erstes ziehen, Rang, Held, Rang 2, Held garantiert, 599 von diesen Diamanten. Gratis, achso, vielleicht kann man einmal am Tag gratis ziehen und zwar ab 5 Uhr morgens wahrscheinlich. Und hier kann man gar nicht gratis ziehen. Also vorhin ging es ja noch mit gratis ziehen. Aber jetzt anscheinend nicht mehr. Aha, Anfangsbelohnung, cool. Anfang, sollte man vielleicht auch mal reingucken in dieses Postfach. Wird uns ja nicht gesagt, aber hey. Hauptsache wir müssen alles irgendwo hinklicken und Engel mit reinnehmen und so weiter und so weiter. Ja, ich gehe Job. Zum Aufladen. Freunde habe ich gerade keine, weil ich halt als Gast angemeldet bin. Shop, brauche ich alles höhere Level? What the fuck? Ich kann ja gar nichts machen. Ist ja irre. Proben, Arena, Gilde. Inventar kann ich wenigstens, das ist schon mal schön. 115 EP-Tränke. Anwenden. Ey, ist das euer Ernst? Achso, nee, was brauche ich denn dafür? Das ist doch unser Inventar, oder nicht? Dachte ich so. Steht ihr ernsthaft? Kriegt man so Todeshöhle, Flammen zum Mordland? Was? Ist egal. Auf jeden Fall steht doch da, wo man die Dinger herbekommen kann. Tiefenwald. Kriegt man so. Das ist eine deutsche Übersetzung. Wirklich kriegt man so. Vielleicht könnte man auch wie hinterher Puntort oder sowas in der Art. Gut, Leute. Das war's gewesen. League of Angels Fire Riders hieß es, glaube ich, der Titel. Und ja, damit war's es gewesen. Wer spielen möchte, Videobeschreibung sind die Links zum Spiel. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.